Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start hier auf unserem Anfänger-Account. Und da geht's heute Richtung Rinderschlucht, denn da geht die Hauptmission weiter. Da müssen wir hin. Da ist ein Ausguck, den habe ich mir markiert. Und da wollen wir jetzt hingehen in der Folge. Aber bevor wir da hingehen, ganz wichtig, dass wir uns jetzt ein bisschen weiter equippen. Denn tatsächlich gibt es dann natürlich da Wiesente. Und wir sind Klasse 9. Wir können bisher mit unseren Waffen, die wir dabei haben, mit der Stradivarius Klasse, lass mich nicht lügen, 8 schießen, so ist es. Bis Klasse 8 können wir schießen. Heißt, wir haben alles von Klasse 2 bis 8 dabei. Aber was uns noch fehlt, ist tatsächlich die Klasse 9. Und da ist netterweise seit diesem Jahr die Pistole dabei, nämlich die Sundberg. Sundberg ist das 5-Jahres-Geschenk sozusagen von Call of the Wild gewesen. Ist ein Revolver und der ist eben ordentlich Bums. Oder der hat ordentlich Bums. Und wenn wir auf die kompatiblen Gegenstände sehen, wir sehen, der ist kostenlos, den können wir einfach kaufen. Kompatible Gegenstände ist hier die Munition. Da können wir zumindest auch die Munition nicht kaufen, denn für die andere braucht man natürlich ordentlich viele Pistolenpunkte. Heißt, Durchschlagskraft 100er geht nicht, aber wir können zumindest verwertungsgleich schießen mit der Aufpilzungsmunition, 100er Aufpilzung, 25er Durchschlag. Die ganzen Visiere waren auch natürlich noch nicht frei, weil wir noch nicht mit der Pistole geschossen haben. Aber hiervon kaufen wir uns mal ein bisschen was, denn da sind wir dann zumindest schon mal ausgerüstet, was das betrifft. Dann packen wir natürlich auch noch hier unsere Pistole ein und die Munition und dann sind wir bereit, tatsächlich weiter Richtung Westen vorzudringen auf der Karte hier. Und uns hier auf den Weg zu machen Richtung Rinderschlucht, damit wir da dann tatsächlich die Mission fortsetzen können. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, ob man aber Wiesente erlegen muss bei der Mission oder nicht. Das werden wir dann sehen, aber wir rüsten erstmal auf jeden Fall die Pistole hier aus. Denn die brauchen wir eventuell tatsächlich. Und dann ist es auch gar nicht lang, bis das erste Wiesente hier schon callt. Da ist es nämlich schon hier im Busch. Und da versuchen wir jetzt mal natürlich ranzukommen. Beim Wiesent müssen wir ein bisschen aufpassen, denn ich muss mal eben hier die Dinger umlegen. Einmal switchen die Positions. So, danke. Beim Wiesent ist es nicht so, dass wir auch keinen Caller haben. Heißt, wir müssen uns da versuchen, tatsächlich anzupirschen, was nicht immer ganz so leicht ist hier, gerade in diesen buschigen Waldgegenden. Ich weiß nicht, ob die vielleicht jetzt ihre Trinkzeit da haben und jetzt da unten irgendwo am Start sind, aber ich werde mich versuchen, in die Richtung vorzupirschen, dass wir die Wiesente da vielleicht irgendwo ausfindig machen können. Der Zwischenweg hier leider sehr buschig. Da vorne sehen wir aber so ein Wiesent zwischen den Büschen hier. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Ja, jetzt springt es ab natürlich. Das ist halt echt das Schwierige hier auf dem Weg Richtung Osten, weil dieser ganze Part hier sehr, sehr waldig ist. Wir sehen ab und zu mal so kleine Lichtungen dazwischen, die so ein bisschen heller sind. Aber wirklich super schwierig. Der See hier ist noch immer ein Versuch wert. Ansonsten halt hier auch die Uferlinie, die man lang gehen kann. Wir wollen jetzt erstmal darüber kommen, weil wir da Richtung Mission müssen. Aber hier tatsächlich Richtung Wiesente zu kommen, gerade auch bei dem Wind, den wir natürlich jetzt haben hier, der auch wieder komplett gegen mich spielt, ist es dann nicht ganz leicht. Aber wir hören was laufen. Ja, da vorne, da sehen wir nämlich wieder einen Wiesent. Haben wir es kurz aufblitzen sehen in den Kopf. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch hier finden können. Ja, schwierig, die Distanzen abzuschätzen. Wir haben natürlich das Pistolenvisier noch nicht, haben wir gerade gesehen. Insofern macht es das natürlich auch schwieriger, dann eben die Wiesente zu treffen, wenn sie so verdeckt stehen, dass man sie kaum spotten kann, richtig. Ich versuche trotzdem mal da weiter in die Richtung mich zu orientieren. Ich weiß nicht, ob der auch schon abgesprungen ist, weil sehen tue ich ihn nicht mehr. Kann sein, dass der auch die Biege gemacht hat, aber wir sehen jetzt hier zumindest mal mehrere Pferde. Ich habe gerade die ganze Zeit nur eine Pferde verfolgt. Wir sehen hier auch Futtergebiet anscheinend von den Wiesenten, weil die gerade am Fressen sind zu der Uhrzeit. Dann haben wir noch von 8 bis 10, glaube ich, oder so, wo wir ja haben. Ja, 7 bis 10 haben wir hier ein Fraßgebiet von den kleinen Hörnerträgern. Aber so richtig in Schussdistanz scheinen wir noch nicht zu kommen, aber ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht durch das Gebiet hier dann zurückzukommen, vielleicht ein bisschen nach Westen abdrehen und dahin fliehen, weil wir dann so ein bisschen aus dem Wind rauskommen. Denn der Wind hier
der macht in den Büschen natürlich nahezu unmöglich, da irgendwie mit der Pistole in Schussdistanz zu kommen, wenn wir da kein Visier für haben. Aber wir hören schon, der Warnruf kommt weiter von Süden. Und da ist nämlich genau der Wind drauf. Was echt nicht so geil ist, wenn man es genauer sagen will. Aber da sehen wir, dass das erste Wiesent, was da ist. Denn hier ist tatsächlich so eine angesprochene Wiese, die wir da haben. Wir können es einfach versuchen zu treffen, aber ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird auf der Distanz hier. 50 Meter können wir nullen. Da weiß ich echt nicht, ob wir das getroffen haben. Vor allem müssten wir eigentlich einen ganz guten Schuss haben. Oder besser natürlich, wenn das jetzt aggressiv wird. Denn die Wiesente, die können natürlich auch aggressiv werden. So wie das jetzt hier. Und das ist natürlich dann für uns der Fall, wo wir natürlich dann den sicheren Schuss anbringen können. Denn man kann ganz easy einmal kurz zur Seite laufen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall einen doppelten Lungentreffer, wie wir sehen. Und wir sind auch dann direkt schon tot. Denn aus der kurzen Distanz ist natürlich die Waffe hier mit einer 100er Aufpilzung in der Lunge mit einer richtig guten Stoppkraft ausgestattet. Und dann haben wir hier den ersten Treffer. Das war sogar hier das Wiesent, was wir angeschossen haben. Aus 70 Meter haben wir sogar getroffen. Tatsächlich, auch da, guter Durchschlag eigentlich. Hätten wir ein bisschen weiter vorne gezielt, hätten wir die Lunge erwischt und hätten es schon vorher zum Liegen gebracht wahrscheinlich. Hier aber dann nochmal doppelter Lungentreffer natürlich aus der Nähe. Und das Wiesent. Damit natürlich verschossen leider, weil wir es mehr als zweimal beschossen haben. Das dürfen wir eigentlich nicht machen. Aber ich wusste nicht, ob es dasselbe Wiesent war, wie das, was wir schon beschossen haben. Erster Schuss hätte auch ausgereicht, denn hier war ja auch schon doppelter Lungentreffer, erster Schuss war schon drin. Also, erster Tierangriff sogar auf dem Low-Level-Account, oder? Ich glaube, das erste Mal, dass wir hier von einem Tier angegriffen wurden. Und das dann von eben dem Wiesent, aber kein Problem, wir haben den Angriff abgewehrt. Und können jetzt unseren Weg hier fortsetzen. Hinten raus Richtung Tichenau kommen wir eigentlich in eine ganz schöne Gegend. Hier da vorne sehen wir auch schon ein paar Wiesente, die abziehen. Wir hören ein Rehe, was gerufen ist, was gerade auch schon abgesprungen ist. Können wir mal eben hier vielleicht versuchen zu callen. Denn das Reh können wir auch aus weiter Distanz schießen. Denn hier haben wir wirklich ein schönes Gebiet, was auch ganz gut für die Jagd ist. Denn wir haben hier eine relativ gute Übersicht über die ganze Region. Dadurch, dass wir hier immer wieder diese Wiesen und Nadelwälder vor allem haben. Da oben kommt ein Reh angelaufen. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das hier direkt mal mit. Keine Ahnung, wo der Bock da vorne ist, aber vielleicht finden wir den gleich noch. Hier ist auch noch ein Hochsitz. Da oben wieder das Wiesent. Die werden wir jetzt vor uns herziehen, denn wir müssen ja da hinten Richtung unserem Ausguck auch noch kommen. Aber die Wiesent, wie gesagt, sind meist nicht so schnell. Vielleicht sehen wir sie hinter dem nächsten Hügel. Vielleicht versuchen wir hier Richtung Reh noch zu kommen. Dass wir da schon mal einsammeln können und dann unser zweites Tier erlegt haben. Aber wenn man sich einmal durch den Busch gekämpft hat, wo wir gerade drin waren, wo wir das Wiesent geschossen haben, dann wird die Jagd auf jeden Fall deutlich leichter Richtung Tichenau. Weil dann hier eben die freien Flächen beginnen. Und man die, wie man sieht, direkt mal mit Tieren bejagen kann, hier, die wir hier stehen haben. Und wir die dann hier schön schießen können. Wenn wir uns das Reh hier finden würden, wäre noch besser. Ich weiß nicht, wo das hingelaufen ist. Da muss ja irgendwo hier gewesen sein, ne? Hier auch noch ein Fraßgebiet sehen wir schon von einem Fuchs. Nehme ich an, denn was anderes frisst hier nichts. Hier muss ja irgendwo der Anschluss schon sein vom Reh. Auch wenn wir das noch nicht sehen. Wir nehmen mal eben hier das Wildnisgebiet auf. Denn hier sehen wir es. Auch der Rotfuchs findet hier durchaus sein Zuhause. Und da hinten sehen wir schon die, die wieder zurückkommen. Nämlich die Wiesente. Die natürlich ein bisschen im Wind jetzt hier. Aber eigentlich auch schon so eine Distanz, wo wir mit der Pistole vielleicht mal schießen könnten. Er ist natürlich ein bisschen verdeckt hier leider. Und er da hinten wahrscheinlich schwierig zu treffen noch. Aber wir sehen, die anderen Wiesente kommen auch alle hier wieder langsam in unsere Richtung gezogen. Auch da unten kommt, glaube ich, eins, wenn wir es richtig gesehen haben, gerade kurz mit dem Schädel über den Hügel da geguckt. Aber ja, die stehen jetzt da. Ich versuche vielleicht hier ein bisschen bei der Seite zu kommen. Ich weiß nicht, ob die da jetzt gleich fressen oder ob die einfach vorbeiziehen. Oh, er stand natürlich gerade perfekt jetzt eigentlich. Für den Schuss da auch noch mal ein dicker Bulle. Mal gucken, ob wir die vielleicht hier gleich
erlegen können mit der Pistole. Unsere Wiesente hier, die wir haben. Ah ne, er springt schon wieder ab. Die springen schon wieder ab. Ja, ich glaube, bei dem haben wir auf jeden Fall zweimal drauf. Wir haben es zweimal getroffen. Was genau wir getroffen haben, müssen wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Reh hier finden. Denn das hat sich hier irgendwo versteckt, wo ich es nicht sehe. Hier auch noch ein Fraßgebiet. Können wir auch nochmal eben abchecken. Da sehen wir nämlich dann hier, dass wir tatsächlich ein Reh haben. Und das hier vielleicht sogar die Ricke war, die wir beschossen haben. So ist es nämlich, denn hier ist der Anschuss Lungentreffer. Und dementsprechend liegt es auch gar nicht allzu weit hier vom Anschuss entfernt. Und wir haben das nächste Tierchen. Dann gucken wir eben auf die Karte. Das Wiesent noch nicht tot, haben wir aber zweimal getroffen. Deshalb bin ich gespannt, ob es verendet. Wie gesagt, das ist das Problem mit der Munition. Da hinten sind wir schon wieder Wiesente. Der Durchschlag natürlich bei der Munition nicht so gut, weil wir eben die Durchschlagmunition noch nicht freigeschaltet haben. Aber im besten Fall müsste es trotzdem irgendwann verenden. Wir werden ein bisschen abwarten, gucken und langsam die Richtung gehen, denn wir müssen ja eh die Richtung halten. Oben auf dem Hügel das nächste Wiesent. Auch da versuchen wir mal einen Schuss drauf. Ja, wir haben es glaube ich auch das zweimal getroffen. Und eins sind wir tot. Das ist glaube ich das erste, was wir beschossen haben. Und jetzt auch das zweite. Aber der zweite Schuss haben wir gesehen, deutlich besser auf jeden Fall gewesen. Denn das ist relativ schnell umgefallen. Und hier sehen wir den Grund, warum das andere nicht so schnell umgefallen ist. Nämlich der nicht tödliche Treffer. Wir haben es erwischt, aber eben nicht gut genug letztendlich. Wir gehen mal eben hier Richtung dem Hügel, denn da vorne müsste auf jeden Fall uns anderes Wiesent liegen, was wir gerade schnell getroffen haben. Oder besser getroffen haben, Lungentreffer. Denn das ist schnell umgefallen. Und ich dachte, ich sehe jetzt eigentlich hier die Pferde von dem hier. Ah, doch, hier ist er, ne? Ja, hier sind wir der Erzenschuss. Der war nämlich in der Lunge drin. Hier ist unser Wiesent, was wir gerade hatten, was wir gerade angeschossen haben. Hier vorne liegt aber erstmal das andere. Und ich glaube, da unten an der Wiese liegt auch dann das zweite. Hat sich also hinter aufgehalten. Wir haben das erste. Da unten steht sogar noch eins im Busch. Wenn wir uns in der Luft anhalten könnten, könnten wir auch schießen. Aber da müssen wir kurz warten, bis der Puls sich hier regeneriert hat. Und sonst wird das nichts. Wenn sich jetzt nochmal drehen würde, könnten wir hier unser nächstes Wiesent erlegen. Oh, es rennt aber weg. Da jetzt so einen Treffer draufzusetzen, vielleicht auch nicht so gut. Ah. Es weiß, dass ich da bin. Aber ich weiß, dass es da ist. Also, was machen wir, mein Freund? Was machen wir? Ja, okay, auch das wird aggressiv. Wir haben es nochmal getroffen. Ich weiß noch nicht, wie gut, leider. Deshalb rein theoretisch dürfen wir das nicht nochmal treffen. Brauchen wir auch gar nicht, denn es fällt schon vor uns um hier, während es den Hang hinauflaufen wollte. Also hier das nächste Wiesent. Wir sind hier der erste Schuss. 73 Meter in der Lunge drin. Hat also auch gepasst. Also auch ohne Visier durchaus zu treffen. Hier sehen wir auch der Schuss. War eigentlich nicht so schlecht, auch vom Durchschlag her. Aber wieder ein bisschen zu weit hinten wie im Magen wie beim ersten Wiesent, was wir da geschossen haben. Und dementsprechend natürlich dann leider nicht ganz so gut zu treffen. Und das Gute an Wiesent ist wirklich, dass man die eigentlich konstant bejagen kann, weil die immer so ein bisschen weiter wegziehen, aber halt nie so komplett weg. Da kommt man echt ganz gut eigentlich immer dran und in Schussdistanz, auch mit den Revolvern oder Pistolen, ohne jetzt hier tatsächlich das Visier zu haben. Ein bisschen Übung geht auch das. Und dann ist man nämlich hier tatsächlich für alle Tiere auf Hirschfelden gerüstet. Mit dem nächsten Update oder mit dem Update, was gestern kam, was hier jetzt noch nicht drauf ist, auf dem, was ich gerade spiele, auf der Version, kommt auch der Fasan auf Hirschfelden drauf. Der wird natürlich auch super interessant. Und gucken wir uns vielleicht auch nochmal an. Dann in der nächsten Woche wahrscheinlich, weil wir werden jetzt für die Samstagsfolge, werde ich gleich erstmal den Rest hier aufnehmen, dass wir da in die Rinderschlucht kommen. Aber für den Samstag können wir uns auf jeden Fall mal die Fasanenjagd angucken, beziehungsweise werden wir uns wahrscheinlich schon am Donnerstag angucken in der
in der regulären Folge, das, also morgen quasi, aber das wird natürlich auch ein Game Changer hier auf Fischfelden, wo man dann tatsächlich überlegen muss, vielleicht nicht auch eine Flinte einzupacken, weil die anders kaum zu bejagen sind. So, den haben wir auf jeden Fall getroffen, aber anscheinend nicht so gut, denn tot ist er nicht. Wir gehen mal eben hier den Anschuss anschauen. Aber seht, obwohl ich jetzt hier nicht sonderlich vorsichtig vorgehe, haben wir hier die Möglichkeit, trotzdem mal wieder auf so einen Schuss Richtung Wiesen zu kommen. Da vorne läuft mir wieder eins her. Also rein theoretisch könnten wir hier schon die Viecher von uns herhetzen. Die drehen sich dann irgendwann um und wir könnten da wieder einen Schuss draufsetzen. Ich habe jetzt hier den Puls hier ein bisschen hoch. Das hat der Schuss vielleicht nicht das Wahre. Drin tun sie sich auch nicht. Bleiben wir mal an dem, wie sind hier dran, was wir hier getroffen haben, aber wird wahrscheinlich nicht verenden. Ich muss mal gucken, ob da vielleicht sogar eine Lodge war irgendwo. Das kann gut sein, an dem Ausguck da, aber wir sind eigentlich fast am Ziel angekommen. Denn weit ist es nicht mehr, bis wir dann tatsächlich hier auch an der Lodge sind, oder an dem Ausguck besser gesagt, wo wir vorher hin wollten. Hier ist noch die Schweißpferde, wir sehen schon hier Modus gerade sehr niedrig, immer noch 100%. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird nicht verenden. Am Ende des Tages, da vor uns rennen schon wieder Wiesenter durch die Gegend. Auch das hat zumindest einen Treffer bekommen. Weiß nicht, wie gut er war. Checken wir mal eben aus. Aber ihr seht, Wiesentjagd hier durchaus machbar. Auch wenn wir viele von denen anschießen. Denn die Treffer natürlich mit Puls nicht so easy. So, da ist der. Oh, habe ich sogar dasselbe Wiese nochmal getroffen. Was wir schon angeschossen hatten. Und hier ist die Schweißpferde, 75%. Dann könnte es sein, dass vielleicht sogar irgendwann droppt hier. Und vorne sehen wir auf jeden Fall auch eine Hütte. Ich weiß gar nicht, ob es eine Lodge ist auch. Könnte sein, checken wir gleich mal aus. Hier noch ein Futtergebiet von einem Reh. Und die Wiesen sind immer noch vor uns hier parat. Aber wir gehen jetzt mal darüber, denn das Wiesen ist bisher immer noch nicht umgefallen. Und check mal aus, ob das hier eine Hütte ist, die wir claimen können. Aber ich glaube nicht, sonst wäre hier nämlich schon so ein Indikator. Nee, das ist keine Hütte, ne? Wo wir. Das ist nur eine Hütte, die hier einfach random rumsteht, auch wenn da alles drin ist eigentlich. Aber wir kommen auch nicht gleich hoch, ne? Oder? Doch, kommen wir sogar. Aber rein kommen wir nicht. Da ist sogar ein Bett drin, ey. Aber wir können sie anscheinend nicht flamen, die gute Hütte. Dann gehen wir da hoch, weil dann kriegen wir auf jeden Fall die ganzen Hütten angezeigt, die in der Umgebung sein sollten. Also nächster Stop, unser Ausguck. Den haben wir dann hier geclaimed und hier mit dem Blick übers Tal und über den Berg da hinten sehen wir dann hier auch, dass da hinten die nächste Lodge ist. Aber da müssen wir eh hin, denn da ist die Rinderschlucht und da ist dann tatsächlich unsere nächste Mission, da soll man einen Kadaver finden und Blutproben besorgen. Das war's für die nächste Folge, denn das soll es gewesen sein von der hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar, wie ist das in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.